endlich mir kaufen. Level 12. Willst du mich jetzt verarschen, Alter? Level 14. Ey, komm. Level 12. Level 16. 14. 14. 14. Leute, was ist denn los? Ach du Scheiße. Muss ich online kaufen? Oh shit. Ja, mächtig. Oh. Haben die nur zwei? Drei? Vier? Verfügbar Level 10. 12. Kann ich mit der gar kein. Ah doch. 360 PS, okay, das ist mehr. Könnte ich mir kaufen. Okay, das merke ich mir mal. Gut. Nächster Auftrag. Frankfurt nach Köln. Was ist ein Kraftstofftank? Oder Spanplatten von Stuttgart nach Salzburg. Gott, ne, ist doch viel zu lang. Machen wir mal das da. Ich glaube, hier haben wir doch gerade eben erst abgeliefert. Das ist das Gleiche. Geil. Was fahren wir denn jetzt für ein LKW? Ein Scania. Okay, okay, okay. Halt. Ah, da, das reicht. So. Oh, da wird grün. Leute, wenn grün ist, dann fahrt man auch. Was seid ihr eigentlich für Pussys, ey? Ohne Scheiß. Wow. Okay, ich muss da vorne gleich rechts, und zwar hier. Alter, der zieht mich wieder ab. Hier. Was nochmal? Ja, stimmt. Mannheim, stimmt. Ey, ohne Scheiß jetzt. So ein Vollidiot. Ja, ohne... Lol. Oh! Was ist los? Da hat meine Tastatur gerade nicht funktioniert. Boah, der scheiß Streifen, ey. Die Lenk... Jetzt finde ich die Lenkempfindlichkeit wieder zu krass. Mein Gott, wie man eigentlich in jeder Aufnahme irgendwas einstellen müssen, ey. Jawohl, mit... Warum sind da Flugzeuge? Wie? Ach, ist das dieses... Dingsmuseum da in Zins... in Zinsheim, oder wie das Ding da heißt. Ah, das ist bestimmt. Boah, halt deine Klappe, Streifen. So, der LKW ist jetzt schon 10.000...
383 Kilometer gefahren. Nicht schlecht. Da kommt ein Mini. Ja, komm. Was mich mal interessiert, wenn ich jetzt da einen Unfall baue, ob das Spiel wirklich so realistisch ist, dass ich explodiere. Wird bestimmt geil. Also ne, wenn ich jetzt hier einfach mal volle Kanne nach links lenken würde oder auf einen anderen LKW drauf fahren, dass es dann explodiert. Oh, das wäre mega awesome. Das wäre echt mega geil. Und was ich mir jetzt auch überlegt habe, es gibt ja diesen Euro Truck Simulator. Den habe ich anscheinend gestriffen. Ah, da will ich nicht hin. Den Euro Truck Simulator Multiplayer habe ich gefunden und hat mir Paddy gezeigt. Wollten wir dann auch eigentlich gleich spielen, aber was mein Problem ist, ich habe das nicht über Steam gekauft. Obwohl ich jetzt hier... Obwohl ich ja... Ups, ja, Tab geht nicht, Tab ist Motor ausmachen. Ah, das ist doch scheiße. Ja. Obwohl ich... Ich habe es einfach mit Steam verbunden und... Ich habe es aber nicht über Steam gekauft. Ja. Weil da, wo es das Spiel gab, hatte ich noch gar kein Steam. Besser gesagt so. Und ja. Deshalb werde ich es mir jetzt wahrscheinlich dann nochmal kaufen über Steam. Und dann könnten wir Euro Truck Simulator Online oder Multiplayer spielen. Ich habe ehrlich gesagt kein Schimmer, wie das aussehen soll. Also ob man da, ob da jetzt ganz viel ja, jetzt ganz viel Verkehr ist auf den Straßen, weil ich habe auch gehört, dass, oder ich habe halt gelesen, dass da halt sehr viele Spiele auf den Servern da online sind. Deshalb, ja. Es wäre bestimmt lustig, also man könnte sich dann bestimmt auch wegrammen oder was weiß ich was. Zusammenfahren? Dass man da so eine Tagesschicht macht? Das mich jetzt auch nochmal interessiert. Ich habe doch das Going East Pack, oder? Oder? Ja, ich glaube, hier ist noch was hinzugefügt. Ich müsste mal nach England, oder? Das wäre geil. Nee, also werden wir uns auf jeden Fall auch noch anschauen mit dem Paddy, weil der hat es sich über Steam gekauft. Ich finde es jetzt irgendwie auch richtig scheiße, dass man den Multiplayer nur spielen kann, wenn man das Spiel über Steam gekauft hat. Also liebe Spieleentwickler, was soll der Kack? Was machen die dann mit solchen wie ich, also wo ist, ich habe es im Mediamarkt gekauft damals. Was machst du mit solchen Leuten, die möchten das ja dann ausspielen. Aber nein, die müssen sich dann nochmal kaufen oder wie. Weißt du, das ist so, also nicht verständlich. Oh, ich glaube, ich fahre gerade ein bisschen schnell, ich fahre 130. Ah, ist egal. Ich bin mal gespannt, weil ich den ersten Unfall baue. Weil der LKW ist doch schon ziemlich instabil. In der Geschwindigkeit. So. Wir haben jetzt einmal den Tempomat bei 113 gesetzt. Köln, toll, wir müssen hier raus.
Supi. Okay, es geht doppelspurig weg. 40. Willst du mich jetzt verarschen? Warum 40? Kann ich locker hier mit 80 rumfahren. Also irgendwie denkt man ja, ups, irgendwie denkt man ja, die haben irgendwas im Hirn mit 40. Wie viel darf ich jetzt hier fahren? 90, oder? Denke ich mal. Oh, oh, oh. Fahren wir mal rüber. So. Ah, wir sind wieder auf der Autobahn. Ja, dann darf ich so schnell fahren, wie ich will. Komm schon, gib Gas. Streifen kann schon mal ruhig sein, bitte. So, langsam. Wir haben Vorfahrt. Hä? Auch nicht schlecht. Wie laut das da ist. Was ist denn das für ein Riesenschild? Achso. Okay, alles klar. Oh, Mami, da ist rot. Komm, grün. Ist ja logisch. Leute, okay. Ich bin schneller wie du. Ich bin mit Auflieger schneller als du, ey. Schäm dich. Erste Aufnahme in Köln. Hallo? Warum bekomme ich jetzt die Nachricht nicht? Ah, jetzt. So, wir müssen gleich hier rechts. Und dann müssen wir dort abliefern. Okay. Boah, ist laut! Sehr gut. Das war zu viel.